Morgen und herzlich willkommen zu einem Weekly Vlog. Ich dachte, ich versuche mal verschiedene Vlog-Formate und so, dass halt für jeden was dabei ist. Für diejenigen, die kürzere Vlogs wollen, die längere Vlogs wollen, habe ich mir vorgenommen, von Montag bis Freitag, ich glaube, das Wochenende vlogge ich nicht, das reicht dann auch, von Montag bis Freitag zu vloggen und euch das zusammenzuschneiden. Also herzlich willkommen am Montag. Wir haben eigentlich, ihr seht mich gleich nicht, aber ich rede weiter. Wir haben eigentlich keine Schule, weil wir heute Brückentag haben und sind aber trotzdem zeitiger aufgestanden, als wenn Schule wäre, weil wir einen Termin beim Kieferorthopäden haben. Die letzten 4 Tage fand ich sehr anstrengend. Kranke Kinder, viel zu tun, Freizeitstress, den ich mir unnötigerweise gemacht habe. Und was aber die Woche auch ist, das mache ich eigentlich immer, wenn ich so eine anstrengendere Phase im Business hatte. Ein größeres Projekt irgendwie vorangegangen ist, so wie in diesem Fall die Meditations-Challenge, nehme ich mir danach eigentlich immer so 1-2 Tage frei. Muss nebenbei essen. Genau, und hätte mir eigentlich so oder so jetzt 1-2 Tage freigenommen. Jetzt haben wir heute halt diesen Brückentag. Die Kinder sind zu Hause. Ich komme gleich zu dir, ja? Und ich habe auch so verdammt viel heute zu tun. Dann ist morgen Feiertag und Halloween. Und dann mache ich meine 2 freien Tage, Mittwoch und Donnerstag. Und Freitag ist eh immer mein Tag. Einkaufen, ganze Wohnung putzen und so weiter und so fort. Aber das werdet ihr jetzt alles sehen können. Also ich muss jetzt einmal schnell noch was frühstücken und dann fahren wir halt zum Kieferorthopäden. So, gleicher Ort nochmal. Wir sind aber mittlerweile wieder da und ich war auch schon einkaufen. Und bei mir gilt die goldene Regel, Pfefferkuchen und alles, was so Weihnachtsleckereien sind, gibt es ab dem 1. November. Und das ist in 2 Tagen und deswegen habe ich so einerlei Sachen gerade eingekauft. Also ich habe Vanillekipferl mitgenommen, werde aber dieses Jahr bestimmt auch selber welche machen. Dann mag ich immer sehr gerne diese Oblatenlebkuchen. Ich habe Spekulatius mitgenommen, aber Butterspekulatius. Ich wollte eigentlich Gewürzspekulatius, gab es aber nicht. Und das Kind hat sich die ausgesucht, ist aber auch der Einzige, der das isst. Und auch für die Kinder diese Teile hier, weil, und vielleicht kennt ihr das auch, dann, wenn man das eigentlich isst, nämlich halt so an den Adventssonntagen und dann an Weihnachten, gibt es nicht mehr viel an Auswahl, weil die kriegen das jetzt geliefert und dann ist dann nichts mehr da, dann kommt nichts mehr. Deswegen muss ich mir jetzt so die nächsten Wochen ein bisschen Vorrat anschaffen. Dann wollten die Kinder unbedingt S'mores machen und ich versuche die heute zum ersten Mal im Ofen zu machen. Also S'mores, Marshmallows zwischen Schokokekse gelegt und ich hoffe, dass das im Ofen auch irgendwie was wird. Und dann ist ja morgen Halloween und wir hatten so eine, ich habe was Cooles auf Pinterest gesehen und man braucht diese Einweghandschuhe, die immer in Färbemitteln drin sind, die niemand benutzt, weil die scheiße sind, aber dafür brauche ich die und Popcorn. Und das seht ihr dann natürlich aber alles in dem Weekly Vlog, was ich damit mache. Weil es heute früh ja sehr schnell gehen musste, habe ich natürlich keine Routine gemacht, gar keine. Und hole das jetzt gerade mal kurz ein bisschen nach. Und ich probiere gerade aus so einer 2-Minuten-Hypnose, die ich 3-mal am Tag mache, über 30 Tage, das mache ich jetzt. Und werde eine Runde EFT klopfen, also die Mini-Version meiner Morgenroutine. Die vollständige Morgenroutine seht ihr bestimmt auch mal an einem Tag, aber einfach nicht heute. Und das sind meine Lebensretter. Das sind Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich trage die mitunter stundenlang. Lebensretter. Zum Meditieren super geil. Da können die Kinder auch nebenbei
im anderen Raum irgendwas spielen. Das juckt mich nicht, weil ich das nicht höre. Aber auch so, um einfach mal was anderes zu hören, als die gerade hören. Liebe ich. Größte Empfehlung an jede Mutter. Kauft euch Noise Cancelling Kopfhörer. So, nachdem wir jetzt noch eine Runde Schulzeug gemacht haben, weil das ist es ja immer, wenn Kind krank, dann viel Schulzeug, was nachgeholt werden muss, koche ich jetzt Mittagessen. Mittagessen ist immer so schwierig, weil, kennen vielleicht auch einige, meine Kinder essen nicht alles. Und ich koche oft das, auf was ich Bock habe, was ich weiß, was die Kinder nicht essen, an den Tagen, wo ich halt alleine zum Mittagessen zu Hause bin. Oder ich koche auch zwei verschiedene Gerichte. Und ansonsten ist so eine Mischung aus Gerichten, von denen ich weiß, dass sie funktionieren, dass sie die Kinder essen und dass sie schnell gehen. Und aber auch neue Sachen ausprobieren, weil ich da einfach Lust drauf habe. Und bin froh, dass ich das so für mich entdeckt habe. Am Anfang meiner Mutterschaft war das nicht so, war Kochen jetzt nicht so mein Thema. Und mache heute ein One-Pot-Gericht mit Hackfleisch und Macaroni. Muss euch mal was zeigen. Also das ist der Blick aus meinem Küchenfenster. Ich liebe die Farben. Noch geiler ist es dann, ich muss mal gucken, dass ich euch das dann noch zeigen kann, in einem anderen Kinderzimmer, wenn ihr dort reingeht, ist die komplette Fensterfront gelb. Sieht so schön aus, aber auch vom Balkon sieht es schon sehr toll aus. Moment, das zeige ich euch kurz. Hallo. Guten Tag. Und ich hatte es ja schon gesagt, also so die letzten 4 Tage, also Samstag, Sonntag definitiv, war nicht so meins. Also, war nicht so meins. Waren nicht so meine Tage. Und da hat man, und das ist das, was ich immer wieder sage, wenn es euch hier und hier nicht gut geht, ihr könnt genauso viel schlafen wie sonst und ihr fühlt euch trotzdem müde und ausgelaugt. Weil es dann per se nichts damit zu tun hat, wie viel ihr geschlafen habt, sondern was hier und hier gerade losgeht. Und wenn es hier und hier gerade nicht so gut geht, fühlt man sich eben müde und erschöpft. Und die letzten Tage ging es mir hier und hier nicht so gut. Und ich war sehr glücklich, als ich heute dann so im Laufe des Morgens gemerkt habe, geil, heute bin ich wieder da oben, heute macht mir das alles wieder wahnsinnig viel Spaß, die Sonne scheint, damit kann ich arbeiten. So, jetzt stehe ich schon wieder hier. Es ist auch mittlerweile 5:30. Ah, und das war das, was ich erwartet habe, dass ich irgendwann vergesse, in diese Kamera zu sprechen. Was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? S'mores gegessen, einen Film geguckt. Wir waren in der Bibliothek und wir waren spazieren. Und jetzt mache ich schnell Reste essen zum Abendessen. Und in der Bibliothek habe ich mir übrigens mitgenommen von Lilly Lucas. A Place to Love. Seit dem überraschenden Tod ihres Vaters vor 3 Jahren leitet Juniper, June McCarthy, mit ihrer Mutter und ihren Schwestern Cherry Hill die Obstfarm der Familie. Die 25-Jährige liebt die Farm im ländlichen Colorado und sie fühlt sich verantwortlich für das Familienunternehmen, das ihrem Vater so viel bedeutet hat und in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Deshalb hat sie damals auch ihrer großen Liebe Henry unter einem Vorwand den Laufpass gegeben, um seinen Zukunftsplänen in Wales nicht im Weg zu stehen. Als er jedoch eines Tages auf Cherry Hill auftaucht, stürzt er June in ein absolutes Gefühlschaos. Bin sehr gespannt. Lilly Lucas wurde mir empfohlen. Und jetzt schauen wir mal. Genau. Ansonsten werde ich versuchen, nachher eine Runde Yoga zu machen und eine Runde noch neurogenes Zittern. Was das ist, kann ich ja irgendwann in dem Weekly Vlog nochmal genauer erklären. Und ich denke, damit beende ich Teil 1 und wir sehen uns morgen früh wieder am Dienstag zu Halloween. Guten Morgen am Dienstag, 9 Uhr, Feiertag. Glaub nicht, dass ich jetzt erst aufgestanden bin. Ich komme erst jetzt einfach zum Essen. Also so früh vormittags, also so früh die ersten 2 Stunden, das ist die Zeit, in der ich am meisten am Tag im Haushalt schaffe. Also da ist aufgeräumt, geputzt, das Nötigste, die Wäsche gemacht und solche Dinge. Und jetzt werde ich erstmal frühstücken. Wir sprechen einfach nicht über die Form meines selbstgemachten Schokobrötchens. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Schmecken tut es aber trotzdem sehr, sehr gut.
Kleine Pause noch, bevor wir uns jetzt gleich ready machen und zu unserer Halloween-Feier gehen. So, also das wird offensichtlich mein Lieblingsplatz für diesen Weekly-Vlog. Wir machen jetzt los. Ich bin fertig, weiß nicht, was ich bin. Ist auch völlig egal. Also, Happy Halloween! Mal gucken, ob ich jetzt genug bin. Guten Morgen am Mittwoch. Es ist schon kurz nach 9. K1 soll zeitig aus dem Haus, K2 dann eine Stunde später. Dann habe ich mich ein bisschen verquatscht und war noch bei Rossmann. Und jetzt muss ich unbedingt ein paar Dinge im Haushalt tun. Vielleicht kennt ihr das, wenn die Kinder so ein paar Tage am Stück zu Hause waren, bleibt einfach einiges liegen. Dann wird halt nur so das Nötigste gemacht. Und ich brauche aber eine gewisse Ordnung, um mich wohl zu fühlen. Die halte ich schon immer so in meinen Räumen. Heißt Küche, Wohnzimmer, mein Schlafzimmer. Und alle anderen Räume kommen manchmal ein bisschen zu kurz. Und deswegen muss ich ein bisschen aufräumen heute und morgen. Da ist schon eine Waschmaschine fertig. Da ist noch ein Geschirrspüler, der ausgeräumt werden möchte. Und das mache ich jetzt. Und das wollte ich euch zeigen. Dabei begleitet mich natürlich seit ein paar Tagen das neue Taylor Swift Album. Logischerweise. Und das höre ich jetzt, das mache ich mir jetzt an. Und dann, und das ist auch dieses, ich putze und räume auf freiwillig, weil ich das brauche, um mich wohl zu fühlen, um gesund zu sein. Und dann mache ich es mir halt immer schön, ne? Mit Musik und so. Und das mache ich jetzt. Und die Sonne scheint sowieso. Heute ist ein guter Tag. Ich sitze jetzt gerade an einer Journal-Übung. Ich habe heute Morgen schon, bevor ich das Haus verlassen habe, es geschafft, zum Glück, Breathwork zu machen, EFT zu machen und meine Hypnose-Übung, die ich gerade mache. Und werde jetzt nicht meine täglichen Journal-Übungen machen, sondern ich habe eine Aufgabe bekommen quasi. Also ich mache seit ein paar Wochen mit einer Freundin zusammen, dass wir uns gegenseitig coachen. Ich bin Coach, sie ist Coach. Und wir haben so verschiedene Themen am Anfang unserer Zusammenarbeit aufgestellt und treffen uns jetzt einmal die Woche und coachen uns quasi gegenseitig, bearbeiten Themen gegenseitig. Jeder gibt so seinen Input und so sein Fachwissen rein. Und allein dieses, dass wir es zusammen machen, dieses Commitment, hilft ganz viel beim Dranbleiben und die Aufgaben dann auch wirklich zu machen. Und deswegen auch immer Empfehlung fürs Coaching, weil wenn ihr euch selber irgendwas zusammensammelt und versucht, da dran zu bleiben und Aufgaben zu machen, da ist das Commitment nicht so groß, als wenn du dann einmal die Woche, zweimal die oder alle zwei Wochen mit jemandem telefonierst und dem sagen musst, wie weit bist du denn jetzt gekommen? Hast du die Aufgaben gemacht? Da ist das Commitment viel stärker. Und das machen wir jetzt eben in dieser Zusammenarbeit und haben deswegen dann auch in einer Stunde, glaube ich, ja, in einer Stunde unser dieswöchiges Meeting. Und dann muss ich meine Hausaufgabe noch für machen. Das habe ich nämlich vorher nicht geschafft. Also wenn ich sage, ich nehme mir frei von der Arbeit, dann heißt es halt nicht, dass ich den ganzen Tag lese, Netflix gucke, weiß ich nicht. Das wäre vielleicht auch mal ganz nett. Aber es tut mir auch unglaublich gut, Dinge aufzuräumen, Dinge sauber zu machen. Ja, also auch das dann dieses... Es ist, glaube ich, dieses Muster von was getan haben. Vielleicht auch sicherlich noch ganz tief dieses erst etwas leisten, bevor du eine Pause machen kannst. Aber immerhin bin ich schon so weit, mir die Pause dann auch zu nehmen. Und ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit und werde mir jetzt gleich, ich mache das immer übrigens, super Tipp, wenn ihr lest, könnt ihr euch wunderbar heilende Frequenzen nebenbei anhören. Das mache ich einfach immer. Kombiniert gleich beides im einen, hat einen doppelten Effekt. Ich wollte euch zeigen, ich lese gerade von Anna Savas Keeping Secrets. Das ist die Fairfax-Reihe. Das ist jetzt Teil 1. Ich finde das so schön. Und ich bin noch gar nicht weit, noch gar nicht. Ich bin die letzten Tage null zum Lesen gekommen, weil ich abends einfach viel zu müde und zu geschafft war. Und einmal kurz, um was es geht. Schlimm genug, dass Tessa Thorns neuer Film an der Fairfax University und damit in ihrer Heimatstadt spielt, Heimatort spielt.
Doch kurz nach ihrer Ankunft erfährt die junge Schauspielerin auch noch, dass ein Journalismusstudent die Dreharbeiten für ein Porträt über sie begleiten soll. Cole Williams ist nicht nur attraktiv und scharfsinnig, er kommt bei der Recherche zu Tessas Vergangenheit auch ihrem tiefsten Geheimnis gefährlich nahe. Dabei darf niemand erfahren, was vor 8 Jahren bei ihr zu Hause passiert ist. Am allerwenigsten Cole, wenn sie ihn nicht verlieren will, bevor ihre Liebe überhaupt eine Chance hatte. Ja, freue ich mich sehr darauf, dass ich da jetzt die Zeit habe, noch ein bisschen weiterzulesen. Ich habe mir heute eine Lasagnesuppe gekocht, weil, wenn man Lasagne macht und so eine Packung Lasagneplatten kauft, sind doch immer viel zu viele Platten in so einer Packung. Das braucht doch kein Mensch zum Lasagne machen. Und wie viel Lasagne soll ich denn bitte machen, um diese Packung aufzubrauchen? Und ich mag das, wenn Sachen aufgebraucht werden. Und deswegen habe ich nach einem Rezept gesucht und habe jetzt diese Lasagnesuppe gemacht. Und glaube, dass es ganz gut schmecken wird. 2, 3 Gedanken zum 1. November. Über das eine habe ich schon mit meiner Freundin gestern gesprochen. Wir hatten so lange Sommer. Es war so lange schön und warm. Ich traue mich immer gar nicht, mich so darüber zu freuen, weil es halt Klimawandel geschuldet ist. Und das freut mich irgendwie nicht. Aber Fakt ist, wir hatten einen sehr langen Sommer. Und ich kann mich erinnern, sonst die Jahre war diese Zeit, die ich gewartet habe, um endlich dem Pfefferkuchengelüsten mich hinzugeben und meinem Wunsch nachzugehen, Weihnachtslieder zu hören und Weihnachtsfilme zu schauen. Diese Zeit hat sich so lang angefühlt, bis es dann soweit sein konnte. Und dieses Jahr ist das so gar nicht. Weil der Sommer so lang war, wir deswegen nur so einen ganz kurzen, gefühlten Herbst hatten. Und jetzt ist schon der 1. November. Und mir ist halt heute tatsächlich noch gar nicht nach Pfefferkuchen. Ich werde die heute auch noch nicht anfangen zu essen. Mein Kind hat mir gerade die hier geschenkt. Davon werde ich jetzt was essen. Und mir ist auch noch nicht nach Weihnachtsmusik und Weihnachtsfilm. Ich bin gespannt, wann das eintreffen wird. Und noch was, noch ein Gedanke zum 1. November. Mit dem 1. November heute starten die Renovierungsarbeiten in der Wohnung unter uns. Für 3 Monate. 3 Monate. Und es war heute schon so extrem laut. Ich könnte in der Zeit, wo die bohren, keine Coaching-Gespräche führen, keine Telefonate führen, kann keine Videos, außer jetzt vielleicht mal so einen Vlog aufnehmen, von Meditation und ASMR-Videos wollen wir gar nicht erst reden. Also ich muss da morgen unbedingt mal telefonieren und mich mal erkundigen. Unabhängig davon, dass es extrem nervig ist. Ich verstehe ja, dass die nichts dafür können. Es sind nur mal die, ist nur mal die Lautstärke, die nötig ist. Aber das hat mir vorhin nicht so viel Freude gemacht, weil den ganzen Vormittag war es ruhig. Wann fangen die an? 13 Uhr. Naja, aber es kann ja nicht immer gebohrt werden und Krach gemacht werden, wenn Maler oder so drin sind. Das ist ja eigentlich nicht laut. Aber ja, das war heute auch am 1. November. So, Mittwochabend, 18 Uhr. Ein Kind hat gerade einen Nervenzusammenbruch, weil die Haare nach dem Waschen so schwer sind. Und ich mache mir gerade ein Panini mit Mozzarella und Tomate. Und damit sage ich Tschüss für Mittwoch, weil wer weiß, kann nur noch besser werden. Wir sehen uns morgen wieder.